So, jetzt wird's praktisch. Passen Sie auf. Ich bin Lehrerin, ja, und ich bin Sportlehrerin. Und zu dem Gesundheitsthema kann ich Ihnen Folgendes verraten. Wenn Geld regiert, sind die Sitten versaut, je länger, umso mehr. Da. Und wir sind schon längst bei dem umso mehr. Als Sportlehrerin hatte ich am Anfang meiner Dienstzeit keine Klasse mit Asthma und Allergien. Am Schluss keine einzige Klasse mehr ohne, ja. Und woran liegt das? Wir haben völlig falschen Verkehr. Die sagen immer, die Hauptstadt der Gesundheit hier. Nee, das stimmt ja gar nicht. Wir haben Bertha von Suttner und Friedrich Engels Schule in Reinickendorf 1988 im Mai eine Fahrradstraße von 7 Beantragten genehmigt bekommen. Eine einzige. Die ist immer noch nicht da. Und das habe ich erkämpft. Als Sportlehrerin für meine Schüler und für alle Stadtbewohner. Sehen Sie irgendeine Fahrradstraße, die groß mit Hallo eingeweiht worden ist? Nein, wir haben 70 Kilometer Autobahn und dann haben wir flächendeckend Mischverkehr. Die motorisierten und die sanften Verkehrsteilnehmer teilen sich die Fläche und die passen nicht zusammen. Ja? Merken Sie sich das und das müssen Sie auch der Polizei sagen, ja? Und die möge zuhören. Das Umweltbundesamt trennt ganz strikt die sanften und die harten Verkehrsteilnehmer. Aber ich habe ja eigentlich Geld, aber jetzt muss ich auf das Gesundheitsthema antworten. Die harten und die sanften. Und die sanften sind die Fußgänger, die Fahrradfahrer, die Skater. Die brauchen Fahrradstraßen, die ganze Fahrbahn für Fahrrad und Skater, der ganze Bürgersteig für die Fußgänger. Und dann stören die sich auch nicht, ja? Und dann haben wir fröhlichen menschlichen Stadtverkehr und dann ÖPNV und Zulieferverkehr noch auf Elektro-Kleinlastern. Das ist das Konzept vom Umweltbundesamt von Anfang an. 40% Fahrradanteil, 50% ÖPNV und der Rest ist Kleinlieferverkehr. Und alle Städte, die das nicht haben, haben alles oder fast alles falsch gemacht. Aus! Da diskutiere ich gar nicht mehr. Ich bin Sportlehrerin, ich habe einen Gesundheitsauftrag. Und ich habe entwickelt und auf eigene Kosten, 8.000 Euro kostet eine Bildungsmesse, wenn Sie den zweitkleinsten Stand nehmen. Und da bin ich immer mit ökologischer Verkehrserziehung. Jede Schule, Kita, Kirchengemeinde auch, soll einen Experten haben, eine Expertin, die ökologische Verkehrserziehung und Straßenfestberatung machen kann. Kiezkultur. Wer die Alten, die Lebensgeschichten der Alten in der Nachbarschaft nicht kennt, der kennt seine Heimat nicht. Ja? Die Kiezkultur, das muss gefördert werden von Sportlehrern. Ist alles schon im Internet abrufbar. Seit 97, auch schon vorher, Gesundheit 90 war ich auch schon. Und es läuft einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, na, ist ja scheiße. Wenn Sie als Sportlehrerin in der Schule sowas machen, Fahrradstraßen, Sie kriegen einen Preis, die DAK hat uns ausgezeichnet, ja. Sie machen bei Preisausschreiben mit und dann sind Sie immer der zweite Preis, damit Sie nicht vorne in der Presse sind. Mit Fahrradstraßen, dann kriegen Sie einen Fitnesspreis. Und dann denke ich, woran liegt das denn? Und dann habe ich ein Wirtschaftsstudium gemacht. So, und jetzt kann ich Ihnen bestätigen, die Banker geben alle zu, dass das falsch ist. Der Andres Feil, der hat doch dieses Himbeerreich, dieses im Deutschen Theater, der hat doch das Stück schon gemacht. Die geben alles zu. Wir müssen jetzt, der Souverän muss jetzt alle Lehrer und Schulen und alle Beamten in die Pflicht nehmen und sagen, ey, kannst du korrekt Geld und Volkswirtschaft definieren? Na, wenn nicht, dann mach mal eine Fortbildung. Ich biete das an, ruft noch keiner ab. So, und jetzt machen wir das. Ich bin die Bundesbank. Wir brauchen eine umlaufgesicherte Indexwährung. Indexwährung heißt, die Geldmenge orientiert sich am Produktions- und Dienstleistungsindex. Und es gehört natürlich dazu, die Sozialstaatssäule, Hilflosigkeit als Kind. Und wer immer nur Kindern hilft und da, ja, der blamiert doch die Eltern. Der tut doch so, als wären das Waisen. Wenn man Kindern helfen will, muss man die Eltern unterstützen. Das ist eine alte Weisheit. Man kann doch nicht die Eltern immer so als doof hinstellen. Aber davor haben sie eben alle Angst und die Mainstream-Medien haben alle mitgekriegt,
Wer sich für die Bezahlung von Familienarbeit ordentlich, wer sich da einsetzt, da passiert was. Bei mir ist auch was passiert. Macht nichts, ich stehe aber hier. Ja? Also, die Geldmenge muss immer, so wie Ludwig Erhard das wollte, Kinderrente, aktive Altersrente. Volkswirtschaft sind immer drei Generationen. Die Kinder, die Aktiven und die Senioren. So, und unsere ganze Volkswirtschaft im Augenblick, der ganze Standort Deutschland, Europa, weltweit, die fußen alle auf der Ausbeutung unbezahlter Familienarbeit. Die fußen alle auf der Ausbeutung unbezahlter Familienarbeit. Früher mussten die nach einer Scheidung oder die Männer, die mussten 18 Jahre lang Alimente zahlen. Wissen Sie, wo sich das erhalten hat? Bei der Erziehungsrente, die Deutsche Rentenversicherung Bund zahlt an über 10.000 Alleinerziehende eine sogenannte Erziehungsrente. Das ist aber ein richtiges Erziehungsgehalt. 700 bis 750 Euro, bis das Kind 18 Jahre ist. Haben Sie sowas schon mal gehört? Das könnten doch alle Eltern beantragen und fordern. Wir wollen das auch, Gleichbehandlung. Hey. Gehen Sie zur Deutschen Rentenversicherung Bund. Die bauen gerade in der Eisenzahnstraße ein ganz neues, tolles Gebäude. Also, und da sitzt im Vorstand die Annelie Bundenbach von meiner Gewerkschaft. Meine Bildungsgewerkschaft hat 95 den AK-Wirtschaft abgeschafft, als ich im Vorstand Netzwerk Klimagipfel war, mit Fahrradstraßen, Liegeräder. Sagen Sie mal, haben Sie bei irgendeinem Radrennen schon mal Liegeräder gesehen? Sind alle verboten, weil die Bevölkerung nicht sehen soll, dass die viel schneller sind und bequemer. Man hat die Bauchatmung frei, man hat die Sicht frei, aber man braucht natürlich Fahrradstraßen, weil man ist ja so schnell. Ja? Das hat alles die Autolobby geschafft. Und diese Segways, ja, da kriegen Sie doch Krampfadern, wenn Sie nur stillstehen. Ist überhaupt nicht gesund. Kann ich als Sportlehrerin überhaupt nicht dafür sein. So. Wenn ich jetzt die Bundesbank bin, dann muss ich die Geldmenge am Wirtschaftshandel im Währungsraum orientieren und nicht an irgendwelchen Liquiditätsverzichtsprämien. Und gucken Sie mal, das Material hat die Bundesbank immer im Turnus von 2 Jahren an alle Schulen geschickt. Das ist Sekundarstufe 1 bis zur 10. Klasse. Dasselbe steht drin auch Sekundarstufe 2 bis zum Abitur. Und da steht drin, unendliche Geldschöpfung. Ja, wo gibt's denn sowas? Das steht da aber drin. Und dann ist da ein Zauberstab. Helfen Sie mir mal. Hier steht unbegrenzte. So, und jetzt hier, halten Sie das mal hoch, schön hoch. Da ist ein Zauberstab, da hat also irgendeiner 100 Euro, 100.000 Euro Kredit aufgenommen und die erste Bank, ja, der bezahlt doch seine Rohstofflieferanten, dann ist das mit Geld bei der zweiten Bank. Nicht die ganzen 100.000, sondern nur also, danke, Sie kriegen auch einen Hut. Ich muss dann noch Geldscheine ausscheiden, ja? So, die sagen jedes Mal, wenn diese Summe von einer Bank zur anderen wandert und große Summen gehen eben über die Banken und nicht bar, dann sagen sie, das ist Neugierigkeitsschöpfung. Und dann melden die an die Zentralbank nach Frankfurt, wir haben so und so viel Giralgeld geschöpft. Und die Bundesbank in Frankfurt, die stattet dann diese Finanzdienstleistungsinstitute mit Zentralbankgeld aus. So machen die das. Und das nennen die multiple Geldschöpfung. Und beim Kirchentag 2003 habe ich mir das Programm geholt. Das ist ja ganz dünnes Papier. Bis Mitternacht habe ich das Material durchgeguckt. Und da steht Dr. Hans Reckers, macht auch eine Bibelarbeit. Ich war da, habe ihm gesagt, das Material, was Sie an die Schulen schicken, sind lauter Fehler drin. Multiple Geldschöpfung ist verwechselt mit der Umlaufgeschwindigkeit von Geld. Ja? Wenn eine Summe von einer Bank zur anderen wandert, ist das die Umlaufgeschwindigkeit. Und die Familienarbeit haben Sie als Vorleistung mit einem simplen Definitionstrick rausgestrichen aus dem BIP. Aber vorleistende Bauarbeiten haben Sie drin, ganze Vorleistungsgüterproduktion. Dr. Hans Reckers, das sind halt unsere internationalen Finanzregeln. Sie brauchen nur Lehrer, die unser umlaufgesichertes Geld. So, jetzt brauche ich ein paar Helfer. Wir haben hier lauter Geldscheine, wo hinten die Regeln draufstehen. Das A und O einer
konstruktiven sozialen Geldordnung ist die Umlaufsicherung. Sie müssen nämlich irgendein System einbauen. Im Mittelalter war das so, da wurden die Praktikanten alle halbe Jahr verrufen. Ich könnte jetzt einen Herold brauchen mit einer Trompete. Ja. Erstmal brauche ich Helfer als Bundesbank, die hier diese bunten Geldscheine ausgeben. So. Ja, können Sie sich ein paar Helfer suchen, die dürfen auch da sind noch zwei Hüte. Und ich brauche aber einen. Der Trick ist nämlich, Sie müssen eine Stückelung in der Bundesbank behalten. Jetzt brauche ich eins von den Hüten. Ich hätte gern einen blau. Ja, danke. Die Hoffnung, ja. So, hier sind welche versteckt. Und dann brauche ich ein Kind oder jemanden. Und nachher ausgeben die Geldscheine. Sie dürfen die auch behalten. Hinten sind die Regeln drauf. Und das muss in der Schule gelehrt werden. 2003 war Böger in Reinickendorf und hat gesagt, Qualität in Kita und Schule. Und ich war da und habe gesagt, ja, Qualität, kein Schüler vom gemeinbildenden, allgemeinbildenden Schulwesen darf das Schulsystem verlassen, wenn er nicht die Deckung und die Eichung von Geld beantworten kann. Und dann hat er sich Notizen gemacht, ja, das ist ein spezielles Thema. Und das war's dann. Und ein Jahr später waren wieder die SPD-Wochen in Reinickendorf. Qualität in Kita und Grundschule, damit die Goldmann vom Gymnasium nicht mehr dabei sein kann. Aber macht ja nichts. Die Erfahrung habe ich alles gemacht. So, Sie müssen, die Gelddefinition ist nämlich, Geld ist eine gesamtgesellschaftliche Kulturleistung, ein gemeinsam verabredetes Tauschmittel. So ist das unsere Regel, stimmt's, oder? Das kann kein Privatbesitz sein. Es wandert zwar durch unsere private Tasche, aber nur, um uns im Wirtschaftsbereich mit anderen Menschen zu verbinden. So, jetzt brauche ich irgendein Herold. Jetzt wird eine... Willst du mal aussuchen, welche Farbe ungültig wird? Dunkelblau, guck mal, welche da sind. Sag mal, welche jetzt ungültig wird. Und wer die gehortet hat, der hat dann Altpapier, ja? Und so kann man Horten verhindern, dass keiner mehr Zins erpressen kann. Sie müssen nur alle halbe Jahr irgendeine Stückelung für ungültig erklären. Wem habe ich denn, du wolltest es nicht? Wer will entscheiden, welche Farbe ungültig wird? Welche Farbe wird ungültig? Blau, blau. So, die Helfer von der Bundesbank müssen durch und alle blauen Scheine einziehen. Aber ich brauche hier auch einen. Welche Farbe nehmen wir denn stattdessen? Ich habe hier zwei Farben drunter versteckt. Ah, er hat das schon gesehen. Also, statt dunkelblau kommt jetzt hellgelb. So, und dieses Spiel muss die Bundesbank nur androhen. Das reicht schon, dass keiner mehr Geld hortet. Und wissen Sie, was im Mittelalter dann passiert ist? Da war die Kulturblüte, da sind alle Städte gegründet worden. Alles vor 800 Jahren. Das war die Zeit der Praktikanten und das weiß jeder kritische Geldexperte. Ja? So. Jetzt wissen wir das, aber Volkswirtschaft muss ja auch einschließlich Kinder großziehen definiert werden. Und da haben wir ja ein dickes Problem, nicht? Weil die Familienarbeit bei der IG Metall steckt das im Gehalt mit drin. Und Pzirske hat schon gesagt, wir brauchen den Mindestlohn, weil die anderen, die würden für den Mindestlohn nicht mal die Hand aus der Tasche ziehen. Er hat aber nicht gesagt, dass das eigentlich ein heimliches Familiengehalt ist. Aber wenn IG Metall und IG BCE ein Familiengehalt haben, sind ja die Demokratierechte der Familienmanagerin nicht erfüllt. Und wir wollen den Beruf Familienmanagement mit Arbeitsplatzbeschreibung, Statistische Bundesamt ist voll auf unserer Seite. Keiner redet von Brakmann. Ja? Aber Herr Brakmann hat dokumentiert, wie viel Familienarbeit geleistet wird. Mindestens 40% im BIP, wenn man es gar nicht wie ein Manager, Familienmanagement, sondern nur wie eine Hauswirtschafterin bezahlen würde. 820 Milliarden im Jahr 2003.
unter Renate Schmidt. Und Schröder hat schnell gesagt, das ist Gedöns, ja, weil er auch wusste, Geld- und Währungsordnung, das ist das Tabu von den Geldfritzen. Wollen Sie? Ja, ja, jetzt werden die stattdessen. Und wissen Sie warum? Noch 2 Minuten. Oh, dann müssen wir schnell den Beruf Familienmanagement etablieren und mit Arbeitsplatzbeschreibung, aber der Souverän, der weiß das. Ach so, 2003 habe ich angerufen, ganz recht. Ich habe ein halbes Jahr mit der Deutschen Bundesbank verhandelt, nach diesem Gespräch mit Dr. Hans Reckers, ja, sind unsere internationalen Finanzregeln. Ein halbes Jahr habe ich verhandelt und dann kriege ich ein Fax, eine Änderung der Geld- und Währungsordnung muss der Gesetzgeber veranlassen, ja. Aber die machen es ja nicht, weil, also bis jetzt noch nicht, wir müssen sie jetzt dazu schieben. Wie ich finde, wir sollten ein Familienfest feiern und Familien bringen vielleicht ihr 3 Tage Zeitbudget mit. Da kann ja dann die Freundin, Nachbarin, Oma, Opa, die kann ja dann Zeuge sein. Und dann feiern wir ein Familienfest. Das ist ein Beruf, das braucht eine Arbeitszeitbesprechung und es braucht Fortbildung. Und wenn es ein Beruf ist, deswegen haben die so viel Angst davor. Dann machen wir die Bundesfamilienkammer oder die Familienkammer Spandau oder Familienkammer Berlin. Und davor haben sie Angst, denn in der Bundesfamilienkammer wären 10 Millionen Familien vertreten, die 15 Millionen Kinder großziehen. Die Kinder haben ja gerade eine Klage eingereicht. Das wären 25 Millionen Staatsbürgerinteressen und die nach Grundgesetz Artikel 9 zur Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist es für jedermann und jeden Beruf erlaubt, eine Vereinigung zu gründen. Und das machen wir als Familienkammer und davor haben die nämlich Angst, weil wir dann sagen können, jedes Gesetz muss nochmal nachverhandelt werden. Die Familienkammer war nicht beteiligt. Yeah. Frau Goldmann macht schon so lange. Und jetzt, André, guck schon, jetzt passen Sie auf. Ich habe schon einen Präzedenzfall mit der FU, das können Sie sich hier vorne mit abholen. Ich habe die FU, habe gemerkt, die machen eine Kündigung für das kleine Restaurant Garibaldi, da am Botanischen Garten, weil die sich nicht getraut haben, gegen die Zinszahlung vom Senat was zu tun. Dann habe ich gesagt, was? FU hat eine Kündigung, kommt mir gerade recht. Ich drohe Ihnen eine einstweilige Anordnung an. Was ist Ihre Geschäftsgrundlage? Wie definieren Sie Geld? Und die sind eingeknickt. Ich habe es Garibaldi gerettet. Und jetzt berate ich die argentinische Botschaft gegen diesen Hedgefondsmanager Singer. Man muss den nur fragen, was ist Ihre Geschäftsgrundlage? Wie definieren Sie Geld und Volkswirtschaft? Haben Sie da vielleicht Kinder großziehen vergessen? Danke. Wenn er Geld souverän definiert und Bildung, Schule soll das Niveau sichern. Eichen müssen wir Geld auch noch. Was ist eine Arbeitsstunde wert? Bei den Tauschringen immer Time-Dollar. Aber vielleicht kann man Berufserfahrung, ja, bei Massage ist es vielleicht wichtig und Akupunktur, Künstler. Also Eichung muss auch noch der Souverän machen und das können wir jetzt hier auch immer mit einbauen. Ich würde vorschlagen, dass wir montags immer am Anfang Urkunden ausgeben für Familienmanagement. Bringen Sie, oder haben Sie jetzt auch schon welche da? Ich habe ein paar Urkunden mit, dann können wir die austeilen. Aber wir nummerieren die dann, ich schreibe mir nicht Ihren Namen auf, aber wir nummerieren die jetzt und dann kriegt die Merkel Ergebnis, ja, wie viel wir jetzt schon haben. Die haben ja gesagt, wir wollen Familien zum Taktgeber des Lebens machen. Und die haben gesagt, so war mir Gott helfe. Und wir sagen auch, wir wollen jetzt Familienarbeit bezahlt haben. So war uns Gott helfe. Ne? Okay, danke. Jetzt kommt die Bedu bitte nochmal her, weil ihr wohl irgendein Info nochmal zu korrigieren war, damit die Daten da klar sind. Ihr kennt sie ja schon, bitteschön. Ja, du darfst, was du magst. Ja, hallo, ich habe das gerade von ihr gehört mit der Familienkammer und die Familienkammer hat, soweit ich das verstanden habe, das Recht, alle Gesetze, die die Regierung für uns entscheidet, in Frage zu stellen. Da kam mir jetzt einfach der Gedanke, es gibt gar keine Familienkammer. Ich habe das nochmal mit ihr besprochen. Das heißt, wir müssten die Familienkammer erstmal ins Leben rufen und
meine Idee war halt, ja, okay, gut, aber, okay. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Also genau, mir kam jetzt einfach der Gedanke, wenn es keine Familienkammer gibt und das Volk die Möglichkeit hat, eine Familienkammer zu gründen, dann wäre das hier doch jeden Montag ein toller Ort, um irgendwie die Familienkammer ins Leben zu rufen. Und mir kam einfach der Gedanke, dass sie kennt sich aus mit diesen Gesetzen oder mit diesen Regelungen. Meine Idee, mein Gedanke war, dass man sie vielleicht irgendwie wählt. Das ist nur mein Gedanke. Ich meine, jeder von euch muss das selber entscheiden. Aber mir ist wichtig, dass diese Familienkammer ins Leben gerufen wird. Also sollten wir doch was tun, um diese Familienkammer ins Leben zu rufen, oder? Genau. Wer will Mitdelegierter werden? Delegierte werden für die Familienkammer. Machen wir erst Berlin oder Bundesfamilienkammer gleich? Oder die Berliner Familienkammer, wir können das so umdrehen. Also wir decken das ab, was wir nicht so brauchen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir, die jetzt hier sind und die es verstanden haben, irgendeine Wahl tätigen. Ja, also ich kann verstehen, wenn man heute nicht wählen möchte, aber ich fände es halt toll, wenn ihr das in den Gedanken behaltet, dass wir als Volk eine Familienkammer gründen können. Wir brauchen dafür Delegierte und Einsprecher. Das heißt, vielleicht kann sich jeder von euch mal Gedanken machen, ob er mit dabei sein möchte, ob er das wählen mag, weil ich finde es wirklich wichtig, ich will nicht mehr irgendwie Gesetzen unterliegen, die ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Und wenn man das als Familienkammer in Frage stellen kann, dann bin ich echt dafür, dass wir das ins Leben rufen. Genau, das ist jetzt so mein Gedanke. Also kommt doch einfach zu ihr, weil ich habe keine Ahnung davon, aber geht einfach zu ihr, wenn ihr wählen wollt oder wenn ihr irgendein Delegierter sein wollt und bitte setzt es um. Danke!